herzlich willkommen zu einem sehr, sehr guten Horror-Game. Und zwar Welcome to Kowloon. Kowloon? Kowloon? Wie auch immer man das ausspricht, es wird von vielen gesagt, es soll eines der krassesten Games 2023 sein, was auch die Jumpscares angeht. Deswegen bin ich schon mal sehr gespannt. Meine liebe Community sagt euch gerade auf Twitch hallo. Deswegen kommt gern vorbei auf www.twitch.tv/live. Wir gehen rein. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich bin gespannt. Und let's go. Oh nein. Wir können rennen. Press any button to continue. Oh no. What is this? Beneath the mist skies of China lay Kowloon, the most populous cities where poverty and gang violence flourish. Übersetzt es euch danach. Also quasi eine bekannte Stadt in China, die dafür bekannt ist, für Armut und halt Kriminalität, die immer weiter ansteigt. Super. However, for a young student, the first and immediate desire to find a cheap house. Für mich als Student war es ein Ansporn, dort ein Haus zu finden. Super. Tolle Idee. Aber gut, heutzutage kann man sich eh nichts mehr leisten. Also spätestens da wäre ich schon raus und das auch noch nachts. What awaits him inside the walls? Was erwartet ihn in diesen Wänden? Nichts Gutes. Betreten Sie die Stadt. Hello, Kowloon. Kowloon? Ich sage jetzt einfach Kowloon. Oh, das sieht geil aus, das Game. Puh, shit. Zu gut. Ist nicht gut, wenn Horror-Games gut aussehen. Uff. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, stell mal vor. Oh Gott, so ein Flur schon, ne? Da würde ich ja schon Schnappatmung bekommen, bevor ich überhaupt in der Wohnung bin. Boah, sieht das krass aus, das Game. I don't like... Oh Gott, hängt da jemand? Hallo? Hey, waren wir nicht schon mal in der Gasse? Wir haben doch schon mal so ein Spiel angefangen an Halloween. Das hat mir jemand von euch empfohlen. Es war doch exakt diese Gasse hier. Genau, fremde Türe und Tore zu öffnen ist immer eine gute Idee. Oh shit, das ist es, ne? Déjà-vu war das doch, oder? Boah, das Game sieht krass aus. Den Flur kennen wir doch auch. Ich habe ein Apartment gemietet am 4. Flur. Kennen wir das nicht auch hier? Sieht das nur alles gleich aus? Also, das ist schon echt gruselig, ne? Und es gibt ja Leute, die leben so. Das muss man hier auch mal festhalten. Das kommt ja nicht von ungefähr. Gott, hier lebe ich. Looks like a small bedroom. Aber der ist doch ganz niedlich. Ist da irgendwas, was ich nehmen kann? Ein kleiner Raum. In den Einstellungen kann man auf Deutsch stellen. Nö. Glaube ich nicht. Wer hat hier geklingelt? Oh, da ist eine... Oh, ein Hund! Oh, süß! We got a dog! Es ist unser Haus. Too bad about the dog. Ich meine, so schade um den Hund. Der hat bestimmt Hunger. Das glaube ich auch. Und er lässt mich hier einfach reingehen, weil nichts mehr juckt. Was für ein Geruch. Nightclaw. Nachtkralle. Trash. Okay. Dank dem netten Hinweis von Vero City habe ich jetzt das Ganze auf Deutsch gestellt. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum es jetzt hier auf Deutsch auf einmal steht. Mhm. 4. Stock. Ist es der 4.? Krass, da kann auch jeder reinschauen, ne? Hier sind die ganzen Sicherungen, Stuhl. Hier war jemand sehr lange.
wie wir uns schwer erkennen können. Okay. Oh Gott, Hilfe. I hurt myself. Today. Volles Labyrinth, bis du dann erst daheim bist, dauert es erstmal 10 Stunden. Okay, was steht hier? Ich bin gegangen. Ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Okay. Ist es vielleicht meine Wohnung? Muss ich jetzt runter? Also draußen vorm Eingang. Oh Gott, Hilfe. Puh. Okay, oder ist es hier meine Wohnung? Da geht's nicht weiter hoch. Ich höre hier doch irgendwas. Oh Gott, Hilfe, was sind das für Kackgeräusche einfach nur? Oh Gott, Hilfe, was passiert hier? Warum ist die Musik so kacke? Oh Gott, wie gruselig! Nein, der Hund sieht irgendwas. Hat der Hund jetzt Essen? Süß! Süß! Süß, der freut sich richtig. Süß! Ey, wehe, dir passiert was. Na, deinstalliere ich das Spiel direkt. Ich muss doch jetzt wahrscheinlich runter, oder? Und den Schlüssel holen. Oh, der ist richtig süß, der Hund. Dieser Ort ist schmutzig, ich weiß. Oh Gott, da steht jemand. Rudi? Ich sag's, ich würde so heulen. Also das wäre schon ein Grund zu sagen, ich nehme die Wohnung nicht. Ich meine, es gibt jetzt schon genug Gründe, warum ich das sagen würde, aber das wäre definitiv einer. Sieht aus wie ein kleines Hinterzimmer. Mhm. Die Geräusche sind schon so unangenehm, dass ich nicht mehr will. Okay. Nee, den Hund passiert was. Okay, im Laden hieß es, ist der Schlüssel gelassen worden. Hier ist wieder so voll die chillige Musik, alles entspannt. Es ist ziemlich leer draußen. Es ist irgendwie, dieser Laden scheint zu sein, aber in dem Vermieter, der Schlüssel sollte irgendwo sein. Irgendwie ist es auch nicht richtig übersetzt. Wahrscheinlich meint er, der Laden ist leer. Vor allem, ich höre hier doch Menschenmengen. Warum höre ich denn hier Menschenmengen reden und niemand ist da. Oh, ist aber nett, dass ihr mir sagt, wo ich lang muss. Mhm. Da ist er doch. Kann ich den nehmen? So. Super. Ist eigentlich voll die geile Idee, ne? Du machst ein Restaurant, machst drinnen ein Radio ganz laut, als würde es so wirken, als wären 1000 Menschen da. Und dann kommst du rein, der Laden ist leer und dann bist du schon so weit vorgedrungen, dass du nicht mehr traust zu gehen. Dann machst du noch so Schatten hinten in die Fenster, dass jeder denkt, der Laden ist bummevoll. Aber ich muss sagen, mich tun volle Läden immer abschrecken. Da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Echt? Twitch bannt das Wort Hund? Oh je, das Licht flackert. Shit. Oh Gott. Also spätestens jetzt wäre ich raus. Gott. Wer klingelt denn hier jedes Mal? War da irgendwas hören? Hundi hat Hunger. Kann ich dem irgendwas geben? Oh, so süß. Tut mir leid, ich habe nichts für dich zu essen. Hä? Das ging doch... Warum ist das jetzt zu? War das vorhin auch schon so? Hä? Das sieht ja alles komplett anders aus. Shit. Ich komme nicht mehr hoch, ne? Das ist der Twist. Hello, darkness, my old friend. Genau, das ist eine gute Idee, in eine andere Welt zu gehen mit rotem, flackerndem Licht. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Um Gottes Willen, help me. Hallo?
Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Genau, geh von allein wieder zu. Ist hier Hundi? Nein, kein Hundi mehr. Okay. Komisch. Jetzt kann ich hier hoch. This is not good. Kann ich da hoch? Nee, auch nicht. Ich muss da hinten weiter lang. Gott, ey. Wir sind gerade in irgendeiner Zwischenwelt. Und ich glaube, dass wir jetzt in diese verfluchte Kackwohnung rein können, die eigentlich nicht mehr unsere ist. Ja. Bin gegangen und hab den Schlüssel im Laden gelassen. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Finden Sie Ihr neues Zuhause? Welcome home. Ich weiß ja... Oh Gott. Also wie mühsam ist es denn, da hochzugehen, um dann zu kacken? I don't like it. Aber es ist eine ganz schön große Bude hier, ne? Wenn das alles meins ist. Aber dieses flackernde Licht würde mich echt fertig machen. Oh, was schöne Musik schon ausmacht, ne? Ich kann nur annehmen, dass dieses Zimmer das Zimmer der Vermieterin ist. Ach, wir teilen uns. Das ist mein Zimmer. Okay. Ich fange damit an, meine Sachen auf dem Bett zu lassen. Okay, welche Sachen denn? Frage ist, was ist unter der Toilette? Ich will es gar nicht wissen. Okay. Wie sehr ich mich nach der heißen Tasse sehne. Oh ja, eine heiße Tasse. Aber was soll drin sein in der heißen Tasse? Wahrscheinlich in die Küche, ne? Okay. Macht nicht auf. Dann gehen wir mal weiter. Die Küche muss hier auch irgendwo sein. Hier wahrscheinlich. Ui, es ist sauber. Oh ja, gibt sich einen Kaffee, oder? Ja, Kaffee. Oh. Boah, ganz schön dunkel. Okay, gib mir den Kaffee. Give me the coffee. Yes. Spätabends, sehr gut. Bringen Sie Ihren Tee aus. Ist ein Tee, okay. Ist ein Tee. Süß. Okay. Ist ja ganz schön. Wahrscheinlich gehe ich jetzt schlafen. Oder was gibt's hier noch? Ich glaube, es ist Zeit, auf mein Zimmer zu gehen. Die Tür zum Balkon ist abgeschlossen. Oh, es ist nicht... Das ist mein Zimmer, ne? Oh mein Gott, was? Oh Gott, da hängt jemand. Oh Gott. Oh, da ist noch ein Zettel. Ich bin verängstigt. Ich möchte nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Shit. Redet da mit mir. Geht schlafen. Was für ein Blödsinn. Aber es lohnt sich vorsichtshalber, die Eingangstür zu kontrollieren. So blöd ist es gar nicht, Brudi. Mach das. Ich hoffe, da hängt ein ganz fettes Schloss dran. Oh Gott, ja, wir kommen schon gar nicht mehr raus. Sieht so aus, als wäre die Vermieterin bereits nach Hause gekommen und hätte die Wohnung verriegelt. Oh Gott, wenn du die Wohnung so verriegeln musst. Ah, das sind Schuhe. Ich würde so heulen. Ich würde so heulen. Ich mache jetzt meine Tür zu. Ich gehe schlafen. Das ist weg. Die Kackkleider. Ah, nee, die sind noch da. Kann ich bitte schlafen gehen? Was soll denn das? Warum geht mein... Oh, das ist ein Zettel. Wage es nicht, nachts rauszugehen. Yo, yo, yo. Mach ich nicht, mach ich nicht. Wir müssen einen Ausweg finden. Nein, müssen wir nicht. Du schläfst jetzt, Brody. Schlaf doch wenigstens einen Tag. Okay, der Ton ist verkackt. Sorry, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht mich zu wenig gehört. Kannst du nicht bitte einfach schlafen gehen? Was war das jetzt hier gerade? Die Küche. Das Radio. Ich glaube, es war das Radio. Gott, ist so furchtbar! Oh, die Tür geht jetzt auf. Oh, das Bein. Oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott.
Oh Gott. Die duscht gerade. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Stell mal vor, du machst so einen Fund, ne? Von deinem WG-Mitbewohner. Aber das muss man ja riechen, ne? Holy shit. Genau, aber ich hoffe, ihr habt mich trotzdem verstanden. Boah, shit. Okay, morgen gibt's einen Topf. I know it. Okay, alles gut. Ich habe nichts gesehen. Kann ich die Tür bitte wieder schließen? Oh Gott! No way. Oh Gott. Holy shit, sah die gruselig aus. Okay, ich gehe jetzt schlafen. Ich habe genug gesehen. Kann ich bitte... Ich kann nicht schlafen. Wahrscheinlich ist es die Tür zum Eingang raus, ne? Nein, das dumme Bad ist offen. Oh, Jeffrey, das ist natürlich doof. Also spätestens jetzt wäre es doch an der Zeit, nach Hause zu gehen. Kann ich bitte die Tür mit dem Schlüssel, den ich... Der Schlüssel passt nicht, ne? Oh, da war doch irgendwo so ein... Eine Schatulle, oder? Irgendwo muss der Schlüssel reinpassen. Habt ihr eine Idee? Hat der vielleicht irgendwas an sich? Was ich brauche? Nee, hat er nicht. Natürlich nicht. Alter, willst du mich verarschen? Oh mein Gott! Ich bin 10 Jahre gealtert gerade. Ich habe es richtig gemerkt, dass meine Mitochondrien so gemacht haben. Boah, Hilfe! Warum tut ihr mir das an? Hilfe. Das war ekelhaft. Das war schmerzhaft. Das war ein schmerzhafter Jumpscare. Der hat wehgetan. Im Herzi. So, ich wette mit euch, dass ich dafür jetzt die Schlüssel habe. Jo. Guten Morgen, alle allerseits. Seid ihr jetzt wach? Ich glaube, ihr seid jetzt wach. Guten Morgen. Auch an alle, die im Bettchen schön gewickelt haben. In der Wohnung des Nachbarns eindringen. Das ist immer eine gute Idee. Schon, immer mit Kerzen beleuchtet. Ich würde niemals schlafen können, wenn eine Kerze neben dem Karton so steht. An der Eingangstür, wo es einen Zug geben kann. Und dann auf einmal ein Kerzchen umfällt. How could they? Hier rein. So, waren wieder Menschen schon sehr lang gefangen. In der Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen. Fuck it. Ich weiß auch, warum du das tust. Gott, Hilfe. Ey, da würde ich so heulen, ne? Nachts allein in der Wohnung. Und ein Arschloch schlägt so an deine Tür. Und du sagst dann, ja. Und dann steht da keiner. Oh Gott. Zu, okay, ist in Ordnung. Oh Gott, Hilfe. Ich wollte doch glotzen. Ich wollte doch nur mal lurken. Lurk ins Land wollte ich machen. Der Kühlschrank ist offen. Er ist gefüllt mit Dosen. Oh nein, bitte atme mich nicht an. Ich kann nicht sehen, Mann, es ist so dunkel. Was ist das für ein verdammtes... Ah! Du, Beatrice, bist du in Ordnung oder bist du umgekippt? Ich rufe jetzt 112. Nein, lass mich in Ruhe. Wer klingelt denn da? Vielleicht der Nachbar, der in seine Wohnung will. Oh nein, hier ist was offen. Hm, Schlüssel. Can I pick this? Can I have this? Thank you. Ein Picture von einem alten Mann. Da steht was drauf. Y. Y. Merkt euch Y. Bloody. Deswegen muss ich jetzt alle... Oh mein Gott! Ihhh!
wurde belogt. Das ist wirklich Log ins Land hier. Hau ab. Boah, ich schwitze schon richtig. Kann es sein, dass ich irgendwie alle Bilder anschauen muss? Alle Gemälde? Gott, ich hasse das Game. I hate it. Vor allem, weil ich ihn nicht sehen kann. Es ist so dunkel. Ich kriege richtige Falten hier von dem Spiel. Verdammt. Lämpchen. Hier ist ein Lämpchen. Ich drehe mich nicht um. Mein Gott, wie groß die ist das? D. D, nein. Oh Gott, ich drehe mich nicht um. D, also E und Y. Hallo? Oh Gott, ich habe einen richtigen Strahl. Den Strahl schön in die Ecken leuchten. Hallo? Ich habe einen Strahl. Und da kommt mir gleich ein Arschloch entgegen. Ich weiß es jetzt schon. Hier ist wieder ein Bild. Ah! Alter, ich hasse das. Ich muss kurz den Stresspups rauslassen. Man merkt, dass ich einen Stoffstuhl habe, oder? Okay, schon wieder besser. Anziehen. Ist das ein Scheiß? Soll ich es anschauen? Passiert das? Hallo? Oh Gott, was ist denn das für eine Scheiße hier? Okay. D. Also was hatten wir jetzt alles? Deny heißt es. Verneinen. Verleugnen. Deny. Abstreiten. Was war das nochmal? Deny. Nee, war es nicht, ne? Es war am Ende ein Y. Decay? Oh, echt? War es Decay? Das ja. Ja. Oder? Ja! Okay, es war Decay. Gut, oh oh, da ist was in der Ecke. Mach die Kaktür jetzt auf! Die geht mit Absicht so doof auf. Hello? Ey, dieses Spiel ist so scheiße. Ich will nicht mehr. Da ist eine Brechstange. Ja, die will ich haben für die Holztür. Die Holzbretterle. Ach, das war's. Mehr gibt's da gar nicht. Okay, damit bin ich sehr zufrieden. Das Problem ist, wir müssen jetzt zurück und das Spiel ist etwas, das gibt dir was und dafür nimmt es dir 10 Lebensjahre, indem du den übelsten Jumpscare bekommst. Ich komme jetzt raus. Ich wusste es. Ich wusste. Lass mich jetzt. Kann ich dir irgendwie hier raushelfen? Shit, da ist was runtergeblumscht. Ein Bild. Oh. Ah, da war das C. Das habe ich verpasst. Naja. Nein. Wo waren nochmal diese... Kann man die hier mit wegmachen? Das ist schon eher für Holzbretter gewesen. Die waren doch in meiner Tür, oder? Diese dummen Holzbretter. Was soll denn der Scheiß jetzt? Jetzt kann ich hier nicht vorbei. Oh, hier ist ein roter Eimer. Deswegen können wir nicht fliehen. Verdammt. Warum sind sie nicht geflohen? Da stand ein roter Eimer. Ach doch, ich kann fliehen. Okay. Ah, da. Da war ja was, gell? Da haben wir es doch. Blub.
Da atmet was neben mir. Das ignoriere ich jetzt aber gepflegt. Boah, da atmet mich was an. Wann komme ich denn endlich in meiner Wohnung an? Wo ist der Hund? Hundi? Are you there? Doggy? Hello? Oh nein, das sind Augen. Oder etwas, was aussehen soll wie Augen. Es sind scheiß Augen gewesen. Forget it. Oh Kacke. Okay, es sind doch keine Augen. Krass, diese Horrorelemente machen mich fertig. Was blubbert da drin? Oh, da kann ich sogar rein. Was blubbert denn hier so doof? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Ich gehe weiter. Oh. Hallo? Ist hier irgendwer? Der Lichtstrahl ist so cool gemacht einfach. Der macht das Spiel so schrecklich. Nein, lass mich. Ich will hier einfach nur rein. Warum auch immer. Mann, der Raum wird immer größer. Gotta run. Ah, nein, ich hasse sowas. Nein. Nein. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich bin tot. Oh Gott, ich hasse sowas. Nein. Oh Gott, ich muss es nochmal tun. Ich muss jetzt nochmal rennen, oder? Ich weiß ja gar nicht, wohin. Ah! Okay, doch nicht. Hä? Oh, bin das ich? Das bin ich, weil ich einmal gestorben bin, ne? Oh, das bin ich, weil ich einmal gestorben bin. Kann das sein? Das ist ja peinlich. Jetzt hängt es da rum. Jetzt weiß es ja jeder. Oh, ich hab's nicht geschafft. Deswegen hing ich da, ne? Oh nein. Shit, ist das schwer. Shit. Ah, shit, ist das schwer. Oh Gott, ist das furchtbar, die Passage. Hängen da jetzt zwei? Das ist ja richtig übel. Hängen da jetzt zwei? Oder drei? Ich glaube, der Entwickler hatte jetzt keinen Bock mehr, weil er dachte, so dumm ist doch keiner. Wie kann man da zweimal sterben? Okay. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Da lang. Tür öffnen. Weiter rennen. I did it. I did it. Was steht da? Code 5913. Es gibt 5913, was steht? Ah! Mann, ich kann nicht mehr. Sie haben sich erfolgreich die Schlucht gesammelt. Oh nein, oh nein, oh mein Gott, was? Okay. Ist okay? Ist nicht okay. Hoch oder runter?
Jetzt bin ich auf der Straße und muss nur noch den Weg aus der Stadt finden. Kann ich nicht nach unten? Boah, mich reizt es jetzt schon, da auch nach unten zu gehen. So many Wege zu gehen. Was ist da unten? Eine Tür und die geht nicht auf. Ich gehe nicht mehr dorthin. Achso, da bin ich hergekommen. Ja komm, jetzt stell dich nicht so an. War doch schön. Das Problem ist, wir sind halt schon gar nicht mehr in unserer Welt. Rudi, ich glaube, das wird nix. Kollege. Ich glaube, das kannst du vergessen. Ring, 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 ring. Banana Phone. Okay, ich komme. Und hier ist der Ausweg. Aber wir müssen etwas finden, mit dem wir die Ketten durchtrennen können. Bolzenschneider. Okay, war doch irgendwas, oder? Oh mein Gott, was? Wo bin ich denn jetzt hin? Das ist einfach nur furchtbar hier. Kann ich da echt durch? Oh, das ist so furchtbar hier. Weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Horrible. Wir stehen hinter dir, weit hinter dir. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist kein Benzin mehr und der Anlasserhebel ist kaputt. Always the same. Wo finde ich nur den Hebel? Kraft und den Benzin. Er meint wohl den Hebel. Okay, hier muss es rein dann. Nur achte auf die Symbole auf der Wand. Okay. Meinst du auf die? Shit. Knock, knock. Wer ist da? Okay, ich geh's runter. Okay, sind das etwa... Der Pfeil zeigt nach unten. Zeigt er mir vielleicht, wo ich hin muss? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Gibt so viele Möglichkeiten. Hier ist wieder... Ah, hier ist das Telefon. Ich zeige dir etwas. Schau unter den Felsen bei der Schaukel. Okay. Ich habe nicht noch eine Schaukel gesehen. Wir haben 12.15 Uhr. Hier geht's nicht weiter. Da ist die Schaukel. Verändert sich auch ständig hier, ne? Hier unter den Felsen. Super, die bewegt sich noch. Hier, oder? Aha, und jetzt in den roten Kühlschrank. Wo ist ein roter Kühlschrank? Wo ist ein roter Kühlschrank? Habt ihr irgendwo einen gesehen? Hier vielleicht. Ah, da ist bestimmt ein roter Kühlschrank irgendwo.
Gib mir die Red. The Red Kühlischrank. Oh Gott, Hilfe, die Geräusche. Oh Gott. Oh, da. Da atmet was drin. Hinter mir atmet was. Haha. Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Möchten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Nein, da atmet was hinter mir. Oh Gott, I. Kleines Kackkind. Wird die Tür geöffnet? Natürlich nicht. Kleine Sau. Oh, Hilfe. Okay, irgendein rosa Tuch. Aha, das kann ich bestimmt öffnen, oder? Habe ich nicht mehr meinen... Hä, habe ich nicht mehr meine Crowbar? Ah, hier ist das rosa Tuch. Hey, du kleines Kackkind. Spiel nicht solche Spiele mit mir. Oh, ist aber schön hier. Da ist eine Note. Nein! Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier versteckt vor all dem Horror, der mir allmählich widerfuhr in meiner Familie und im ganzen... den ganzen Dorf. Und es ist gut, dass es keine lebende Seele mehr gibt, in Kowloon gibt. Sie benötigen diesen Raum. Irgendwie ist die Übersetzung nicht so geil. Oh ja. Aber das war's. Fehlt mir hier nicht noch irgendwas? Kann ich hier nichts mehr finden? Irgendwas für mich Nützliches? Something? Na gut. Zuerst müssen sie die Münze besorgen. Ah, der sagt mir das sogar. Das ist ja nett. Ah, gut. Ich hab die Münze. Okay, das ist ja gut, dass sie mir das sagt. Da oben ist Light. Okay, kann ich hier vielleicht das mit der Crowbar kaputt machen? Wofür war die Münze? Für hier? One thing is all it takes, falling in love with me. Possibilities. Weiß jemand, wofür die Münze war? Wahrscheinlich muss ich nochmal diesen Kackraum hier rein. Also, wir brauchen noch Benzin und einen Hebel. Die Münze? Keine Ahnung. Da war hier irgendwas? Hier waren wir auch schon. Dann gehen wir nochmal hier rein. Der Getränkeautomat, wo war denn der? Getränkeautomat. War hier irgendwo einer? Okay, ich glaube, ich bin richtig. Ah, hier. Ah. Oh, warum ändert sich die Musik auf einmal? Da atmet es doch wieder hinter mir, oder? Oh, shit. Oh, nein. Oh, Kind. Ah, hier. Hier die Münze. Ja. Oh Gott. Kommt da raus? Ah, der Hebel. Oh, es ist so ätzend, echt. Es ist so ätzend. Warum tue ich mir das eigentlich an? Hier ist noch eine Note. Es ist schlimm. Meine kleine Tochter ist von zu Hause weggelaufen. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Meine Frau ist seit 3 Tagen nicht mehr aus der Badewanne gekommen.
Alle um mich herum sind verrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieses Gas aus den Rohren, das habe ich noch nie bemerkt. Ich glaube, es ist alles die Schuld von dem Gas. Hilfe. Oh Gott. Die Frau müsste sich ja dann eigentlich langsam mal aufgelöst haben, oder? Oh. Help me. Don't do this to me, please. Please, no jumpscares. Sie wollen uns auf unserem Viertel vertreiben. Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Ach, wahrscheinlich tun die das mit dem Gas machen, ne? Dass die Leute alle irre werden und sie sterben. Uiuiuiuiui. Okay. Und hier ist ein Benzinkanister. Wo hast du den gesehen, mein Freund? Ah. Okay, ist der hoffentlich auch gefüllt. Mein Brudi. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, da läuft jemand vorbei. I feel your pain, aber es ist mir egal, weil ich bin ein Ego und ich laufe jetzt weg. Sorry. Der will nicht, dass ich gehe, ne? Aber ich bin ein Ego. Sorry, ich starme vor den Schwaben ab. Ich denke nur an mich. Dafür kann ich nichts. Das ist angeboren. Born. So, wo war jetzt nochmal dieses dumme Ding hier? Hier, oder? Da. Muss jetzt hoch. Jumpscare Alarm! Alarm! Hello, it's me. I'm a cutie pie and I want to fill up my Benzin. Please don't kill me. I am Gnu. I'm always so kind of you and I have to go poo. Was jetzt? Warum geht es nicht? Jetzt. Gerade sagen, Mann, kaum geht der Generator wieder, fängt der an zu stöhnen. Habe ich hier den Vibrator aktiviert oder was? Kann ich jetzt mit dem Aufzug fahren? Na, da gehe ich doch gern rein. Das sieht doch sehr vertrauenserweckend aus. Okay, keine Ahnung. Wohin wollen wir denn? Mittelfinger. Eigentlich will ich ja hier hin. Oh Gott, ich kann nirgendwo draufdrücken. Besuchen Sie das Dach. Super. Oh. Wow. Beautiful. Hier würde ich bleiben. This is amazing. Amazing and beautiful. Oh, ein bisschen Hanf noch. Schön. Oh. Time to escape. Okay, ich kann jetzt die Dinger zerschneiden. Ich kann euch jetzt eines versprechen, dass wir selbst dann nicht draußen sein werden. So. It's so beautiful. Ich würde gerne wieder nach unten fahren. Eigentlich cozy. Ja, noch. Und jetzt nicht mehr. Warum läuft hier denn jetzt überall diese dumme Musik? Ich glaube, ich habe auch schon... Weißt du was? Wisst ihr, was ich glaube?
Ich bin ja in meine Wohnung gegangen. Ne? Und auf einmal ist das Gas ausgeströmt. Und dann, auf einmal war ich in der Hölle. Das heißt, ich habe jetzt schon Hallus. Die Musik ist so schön. Ich komme nicht mehr raus jetzt, ne? The door is locked. Oh. Oh, du siehst ja angestrahlt richtig süß aus. Ich habe leider kein Essen für dich. Ich gehe jetzt. Oder ist es hier Essen? Ich würde den Hund einfach mitnehmen. Ich würde den Hund einfach mitnehmen. Ganz einfach. Wieso nehme ich den nicht mit? Der wäre wahrscheinlich voll der Jumpscare-Indikator. Oh mein Gott, da vorne steht jemand. Mhm. Sind es die ganzen irre gewordenen? Bisschen wie bei Outlast, ne? Die sind alle durchgedreht. Unten im Gas. Die haben schon gar kein Gesicht mehr. Die sind alle sehr groß. Och, och. Ui, das ist ja furchtbar. Was ist denn euch passiert? Ihr zu viel YouTuber konsumiert. Oh, da hängt einer. Oh. Ja, touch mich. Wieder einer. Alles gut, mein Freund. I know life can be hard. Aber niemals so hart wie die Wand selbst. Stadt verlassen. Oh. In der letzten Zeit hat die Polizei viel Berichte von Menschen erhalten, die von Kulon waren. Sie sagten, sie hätten eine Stadt gesehen, die es gar nicht gibt. Die vor 5 Jahren abgerissene Kulon Walled City war eine der schlimmsten Städte Chinas. Kurz vor dem Abriss war es zu einem Anstieg der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikten gekommen. Viele glauben, dass die Regierung bereit war, für die Zerstörung von Kulon schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Ausgabe. Stimmt, der Code. Wir haben doch einen Code bekommen. Ich glaube. Krass. Ich glaube tatsächlich, es gibt, wenn wir von dem Typen wegrennen, mehrere Möglichkeiten, weil wir haben noch einen Code, den wir gar nicht eingegeben haben. Ich wüsste aber nicht, wo wir diesen Code eingeben müssen. Vielleicht wisst ihr das. Ich weiß ja nicht, ob das Spiel mehrere Enden hat, aber ich glaube, ab dem Punkt, wo du vor dem Typen wegrennst, gibt es eine Möglichkeit, dass der dich vielleicht gar nicht in die City mit reinzieht oder du kannst dort den Code eingeben. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber Leute, ich muss sagen, extrem geiles Game. Führt einen extrem gut durch. Man verläuft sich nicht ewig, man muss nicht ewig nachsuchen. Geile Grafik, coole Jumpscares. Das mit dem Lichtkegel und der Lampe, der Taschenlampe, war richtig cool gemacht.
Hat mir mega gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle hellwach und könnt hoffentlich gleich weiter schlafen, falls ihr es gerade am Abend schaut. Ansonsten ist sowieso gut, schaut es am besten sonst nochmal an. Morgen früh, dann seid ihr auf jeden Fall wach. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo auch. Und kommt gerne wie immer vorbei in meinen Twitch-Live-Chat. Würde mich sehr freuen. Und ich brauche jetzt erstmal wirklich auch einen warmen Tee.